Der Beginn heute ist der Tagesordnungspunkt 8, die Änderungsverordnung zur Verordnung der Landeshauptstadt Dresden über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen aus besonderem Anlass im Jahr 2021. Hier beginnt in der Fraktionsrunde die Fraktion Freie Wähler. Allerdings niemand gemeldet. Danach Bündnis 90 die Grünen. Auch kein Redebedarf. Dann als nächstes ist die CDU-Fraktion dran. Herr Kaden, bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Thema Ladenöffnung an Sonntagen, denke ich, muss man schon noch mal ein paar Worte verlieren. Das ist ja auch hier mit einer gewissen Tradition verbunden. Wir haben ja am 15.10. im letzten Jahr bereits zu diesen Ladenöffnungszeiten stadtweit an Sonntagen einen Beschluss gefasst, und zwar, dass wir am 2. und am 4. Advent diesen Jahres eine Ladenöffnung in der gesamten Stadt anlässlich des Striezelmarktes ermöglichen wollen. Das hat hier eine entsprechende Mehrheit gefunden, und ich freue mich, dass wir heute erneut zu diesem Thema hier sprechen. Denn wie Sie wissen, sind wir alle in einer besonderen Situation, wo es sich, denke ich, lohnt, erneut zu schauen, können wir weitere Sonntage für den Handel anbieten, um Ladenöffnungen zu ermöglichen. Und interessanterweise haben wir ja in der Sitzung am 15.10. auch einen CDU-Antrag beschlossen, in dem es unter anderem darum ging, den Oberbürgermeister zu beauftragen, nach Mitteln und Wegen zu suchen, die Dresdner Wirtschaft bei der Bekämpfung der Pandemie und deren Folgen und Auswirkungen zu unterstützen. Und wir sehen den Vorschlag, den der Oberbürgermeister jetzt hier unterbreitet hat, für zwei weitere Ladenöffnungen sehr, sehr positiv. Auch wenn eine Ladenöffnung nun leider nicht zustande kommen wird, weil es handelt sich um das Dixieland Festival als Anlass, was ja leider Corona-bedingt ausfallen muss. Gleichwohl bleibt der andere, der zweite Grund bestehen, und zwar das Stadtfest im August, wo wir ja alle hoffen, dass wir dann eine Pandemielage haben, wo das Stadtfest auch stattfinden kann und damit letzten Endes auch eine Ladenöffnung im Bereich des Stadtbezirks Altstadt ermöglicht werden soll. Ich freue mich darüber, dass wir hier im Ausschuss für Wirtschaftsförderung einen einstimmigen Beschluss dazu hatten und dass auch der Ausschuss für allgemeine Verwaltung hier ohne oder mit 3 Gegenstimmen und einigen Enthaltungen mehrheitlich hier so zugestimmt hat. Darüber werden wir jetzt abstimmen, und ich bitte Sie um Zustimmung, damit wir hier eine weitere Ladenöffnung am Sonntag anlässlich des Stadtfestes ermöglichen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaden. Schließlich ist AfD-Fraktion. Keine Wortmeldung. Dann Fraktion Die Linke. Herr Matthies, bitte. Ach, sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich Herrn Kaden reden höre, das ist wie so aus einem Paralleluniversum oder aus einer anderen Zeit, wie er so schön gesagt hat, dass wir jetzt den weiteren Sonntage ermöglichen, wo der Handel öffnen kann. Und ich, in Wahrheit würde sich der Handel im Moment freuen, wenn er an ganz normalen Wochentagen öffnen könnte. Also das ist im Moment eine Frage, die völlig an den konkreten Problemen des Handels vorbeigeht. Der leidet im Moment daran, dass er die versprochenen Hilfen in dem Umfang und vor allen Dingen nicht so schnell bekommen hat, wie das versprochen war von der Bundesebene. Der leidet darunter, dass er, wenn wir gerade an den Innenstadthandel denken, dass er eingekreist werden soll von mehreren Großhandelsflächen von Herrn Krieger. Er leidet unter vielen, vielen konkreten Problemen. Ich glaube, das Symbol der Sonntagöffnung ist im Moment sein Allergeringstes. Aber der Herr Kaden kann das hier mit einer Begeisterung vortragen, als ob genau das das Problem ist, auf das der Handel gegenwärtig wartet, der Innenstadthandel. Es geht ja real nur noch um die Sonntagsöffnung am 22. August, also in 4 Monaten, wenn ich richtig gerechnet habe.
In vier Monaten, und es geht um die Öffnung, die regionale Öffnung als Anlass des Stadtfestes für den den Handel unmittelbar in der Innenstadt, der unmittelbar vom Stadtfest, am Stadtfest beteiligt wäre. Wir haben prinzipiell mit regionalen Ladenöffnungen als dem Anlass konkreter Feste eigentlich kein Problem. Da haben wir auch immer problemlos zugestimmt. Sie wissen immer, die Kritik herrscht immer an diesen stadtweiten Sonntagsöffnungen. In dem konkreten Fall haben wir aber große Bedenken, das haben wir im Allgemeinen Verwaltungsausschuss auch gesagt, über den Zeitpunkt, wo wir das beschließen wollen. Heute kann noch niemand ernsthaft hier voraussagen, ob es am 22. August ein Stadtfest geben wird. Wer sich das heute wagt, das vorherzusagen, Sie haben ja selber gesagt, welcher Flop das war mit dem Dixieland-Festival, das war ja noch in der Vorlage enthalten. Geschweige denn, dass wir vorhersagen können, ob dann zu dem Stadtfest, wenn es vielleicht, weil das Stadtfest ist ja größtenteils im Freien und wir wissen ja, Aerosole sind im Freien vielleicht nie das ganz große Problem wie in geschlossenen Räumen, ob es dann angezeigt ist, dieses Stadtfest tatsächlich mit einer Ladenöffnung zu begleiten, die ja nochmal ganz andere sozusagen epidemiologische Folgen hat, kann auch noch keiner sagen. Deshalb war unser Vorschlag, nicht die Sache abzublasen, sondern zu einem Zeitpunkt zu entscheiden, wo man seriös entscheiden kann. Aus unserer Sicht wäre das der 22. Juli, das ist unsere letzte Stadtratssitzung. Das ist ein Monat vor dem Termin, um den es dann geht. Ich glaube, dann könnten wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit seriös entscheiden, ob man am 22. dann August die Geschäfte aufmachen kann. Im Moment ist das alles nur hohle Symbolpolitik. Und Sie wissen, wir haben schon mal hier eine Verlängerung des Striezelmarktes beschlossen, die es nie gegeben hat. Da haben wir hier große Redeschlachten geführt. Und ich denke, das sollten wir uns einfach klemmen. Deshalb ist unser ganz einfacher Antrag Vertagung dieser Vorlage auf den 22. Juli, in der Hoffnung, es dann einigermaßen seriös entscheiden zu können. Dankeschön. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion, kein Redebedarf. FDP, Herr Maloney, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, unsere Meinung zu den Sonntagsöffnungen ist relativ bekannt. Eine Liberalisierung der gesamten Ladenöffnungszeiten ist mehr als überfällig. Der Handel sieht sich vor Ort in der Tat massiven Ungewissheiten ausgesetzt, das kann ich gar nicht bestreiten. Innovative Öffnungskonzepte, Hygienekonzepte werden aktuell unterdrückt und die aktuellen Geschehnisse in Berlin, das Reinregieren in Länder und in kommunale Hoheiten seitens der Bundespolitik verschärft das aktuell leider. Der Handel und auch das städtische Leben braucht Klarheit darüber, wie die Perspektiven aussehen, und darüber können eben auch mehr Öffnungsmöglichkeiten für die Läden nach der pandemischen Notlage sorgen. Und zum Thema, wie es denn nur aussieht und Pessimismus, ich glaube, in der letzten Stadtratssitzung war es ein Vertreter der linken Stadtratsfraktion, der gesagt hat, wir sollen ein bisschen optimistischer an die Sache rangehen. Na, es wird ja alles wieder gut, von daher verstehe ich die Bedenken in dem Redebeitrag vor mir nicht wirklich. Zumal soll ja auch laut der Großen Koalition bis Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden. Kollege Scholz hat sich ja darum gekümmert, dass Millionen von Impfdosen verimpft werden können. Was sollte da diesem einen verkaufsoffenen Sonntag, der jetzt, um den es jetzt hier geht, den einen regionalen verkaufsoffenen Sonntag noch im Wege stehen? Es ist leider nur noch einer durch die Absage des Dixielands. Und wenn man ein bisschen Respekt auch vor den Entscheidungen auf der Ebene der Stadtbezirksbeiräte hat und sich dort das Votum anschaut, denke ich, können wir uns hier als Stadtrat wohl kaum darüber hinwegsetzen. Und grundsätzlich, weil wir über die stadtweiten verkaufsoffenen Sonntage gerade gesprochen haben, da verstehe ich ehrlich gesagt die Verbohrtheit der roten Seite hier im Rat nicht wirklich. Man verwehrt hier dem Handel einfach immer wieder Möglichkeiten, immer und immer wieder. Und gestern wurde die Stadt Leipzig, das progressive Leipzig, ganz hoch gelobt. In Leipzig gab es 2019 3 verkaufsoffene Sonntage stadtweit, und das in einer Stadt, deren Stadtrat dann doch eher rötlich geprägt ist
und auch, soweit ich weiß, ja in SPD Oberbürgermeister hat. Und an die CDU, lieber Steffen, wir haben schon oft gemeinsam für die Sonntagsöffnung gekämpft. Wir haben den Bürgerentscheid 2015 zusammen angestrebt. Wir haben dort 40.000 Unterschriften gesammelt, die damals von großen Teilen des Stadtrates einfach weggewischt wurden. Und eine Bitte habe ich aber an euch. Setzt euch doch auf Landesebene bitte dafür ein, dass man das Thema Sonntagsöffnung weiter liberalisiert. Dann brauchen wir nämlich diese ganzen juristischen Nebendiskussionen nicht mehr führen und können uns wirklich um den eigentlichen Inhalt beschäftigen. Das meine Bitte an euch, liebe Kollegen von der CDU. Zum Abschluss noch ein paar Worte. Überall wird gerade nach neuen Arbeitsmodellen gerufen. Überall wird heißt es, Leute, seid flexibler. Leute, seid bereit, rollierend zu arbeiten. Seid bereit, versetzt zu arbeiten, zeitversetzt zu arbeiten, im Mobile Office und. Nur am geschlossenen Sonntag für den Handel hält man fest wie an einem Dogma. Und sorry, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Besonders, wenn man sich überlegt, dass ja die Seite des Rates, die meistens gegen die Sonntagsöffnung ist, bei vielen anderen Beispielen, Thema Verkehr, immer die großen Metropolen der Welt hier auf die Bühne holt. Daher denken Sie noch mal drüber nach. Wir sind in der Krise für den stationären Handel. Und das nicht nur jetzt während Corona, sondern es gab es auch schon vor Corona. Und flexible Öffnungen sind nicht das Allheilmittel, aber sie können ein Bestandteil der Lösung für den Handel sein. Und wenn wir unseren Händlern jetzt nicht mal die Möglichkeit geben, mehr zu wagen, mehr zu tun und mehr zu ermöglichen, dann werden wir nach diesem Jahrzehnt hier mit Sicherheit die Zeche zahlen. Vielen Dank, Herr Maloney. Weitere Wortmeldungen sehe ich doch. Da kommt Herr Lommel, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträte, liebe Kollegen, liebe Zuhörer. Die Debatte hatten wir in ähnlicher Form schon an verschiedenen Stellen. Also das, was hier von roter Seite vorgetragen worden ist, dass wir aufgrund einer unsicheren Lage keine Beschlüsse vorstellen könnten hier in der Lage, weil das könnte auch anders passieren, dann dürfte auch kein Haushalt beschlossen werden in dieser Lage, denn der lässt sich auch nicht rechnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben trotzdem beschlossen, weil wir glauben, dass es irgendwann mal die Pandemie besiegt wird. Und zweitens hinzugehen und zu sagen, na ja, weil jetzt anderweitig Investoren kommen und bereit sind, ja, zu investieren in den Kauflandpark, dass deswegen die Innenstadt leidet, aber das ist also auch ein Märchen, mit dem ich hier aufräumen möchte. Das Gegenteil ist der Fall. Mehr Wettbewerb führt zu mehr positiven Ergebnissen für die gesamte Stadt, auch steuerrechtlich, da könnt ihr sogar noch mehr Geld ausgeben. Drittens, wir werden diesen Antrag, was jetzt Unterstützung für den Handel und wenn es nur ein symbolischer Akt ist, unterstützen. Aber es gibt einen Punkt, wo ich durchaus persönlich mit der FDP nicht ganz übereinstimme. Das ist das Thema der Liberalisierung der Sonntagszeit. Ich bin da ganz persönlich der Meinung, dass es auch verfassungsrechtlich ist, dieser Sonntag geschützt. Und das hat auch einen guten Grund, weil dieser Sonntag eine Ordnung uns gibt. Die einen Linken sehen das aus Gründen der Gewerkschaftstradition. Ich sehe es eher aus der Tradition, dass es eben auch ein religiöser Feiertag ist. Und den möchte ich gerne erhalten wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Matthies, bitte. Also, ich muss ja nun fast schon Herrn Kahrt in Schutz nehmen. Ich habe vorhin gesagt, seine Rede wäre aus der Zeit gefallen. Aber gegen das, was Herr Maloney und Herr Lommel jetzt hier geboten waren, hat es ja noch einen Bezug zur Wirklichkeit. Herr Maloney redet über stadtweite Sonntagsöffnung. Die stehen gerade gar nicht zur Debatte. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um eine einzelne lokale Öffnung zum Stadtfest am 22. August. Oh, und es geht auch nicht darum, ob wir natürlich können wir Beschlüsse fallen, wir können alles Mögliche hier beschließen. Wir können heute auch beschließen, dass am Stadtfest eine Sonntagsöffnung ist und sonst was. Wir haben auch schon vieles sowas beschlossen.
Es hat sich nur vieles in der Praxis dann als nie umsetzbar erwiesen, weil niemand ganz genau weiß, wie sich das mit der Pandemie weiterentwickelt. Und unser simpler Vorschlag war ja nie, es abzunehmen, sondern unser simpler Vorschlag war einfach, es dann zu entscheiden, wenn wir es seriös entscheiden können, am 22. Juli. Und deshalb ist ein ganz einfacher Vertagungsantrag und da verstehe ich Ihre aufgeblasenen Reden ehrlich gesagt nie ganz. Vielen Dank, Herr Mattis. Wir haben nun zunächst einen Vertagungsantrag, der gestellt ist. Ich darf zunächst den Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung zur Abstimmung bringen. Wer für die Vertagung ist, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Antrag auf Vertagung ist bei 17 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen abgelehnt. Und wir kommen damit über die Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies hat bei 33 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden.